Ja, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Ewigkeit. Amen. Ein gläubiger zweiter Advent. Sonntag in der Oktav. Im Feste. Unbefleckten Empfängnis. Wenn wir uns also auf das Fest von Weihnachten vorbereiten. Deshalb auch kommt nichts gelegener als das Fest der unbefleckten Empfängnis unserer allerseligsten Jungfrau Maria, die von der Erbsünde bewahrt wurde, so dass sie gar nicht einmal von ihr befreit werden brauchte, weil sie sie ja nie gehabt hat. Sie wurde von Anfang an davor bewahrt. Und somit spricht die Heilige Kirche jene Texte, die von der ewigen Weisheit, die von also Gott selber, vom Fleisch gewordenen Gottes, Worte Gottes geoffenbart wurden, diese spricht Heilige Mutter Kirche derselbigen seligen Jungfrau Maria zu und wendet sie auf sie an. Natürlich mit dem gebotenen Umstand, dass sie ja all diese Vorzüge als ein einzigartiges Geschenk Gottes bekommen hat, zum Unterschied von Gott selber, der ja aus sich heraus diese Vollkommenheit ja selber ist. In diesem also zweiten Adventssonntag in der Oktav des Festes der unbefleckten Empfängnis wollen wir uns also auf das Weihnachtsfest vorbereiten. Jenes Fest, in welchem wir einerseits die historische Ankunft, Geburt unseres Herrn Jesus Christus dann feiern werden und sinnhaft deshalb auch das Jesuskind ja auch anfassen werden und küssen werden, zum äußeren Zeichen jener dann geistigen inneren Geburt, Wiedergeburt, täglichen Wiedergeburt, besonders aber dann eben im Advent und in Weihnachtsnacht Wiedergeburt des Gnadenlebens unseres Herrn Jesus Christus in uns. Insofern, dass eben das übernatürliche Leben der Gnade unser Denken, unser Wollen, unser Fühlen, unser Handeln umgestaltet und immer ähnlicher macht dem Handeln unseres Herrn Jesus Christus. Darum haben wir heute den Brief des heiligen Apostel Paulus an die Römer, in welchem er mit zwar sehr einfachen und knappen Worten, aber sehr große Ansprüche an uns stellt. Wenn er sagt, dass der Herr der Hoffnung und des Trostes euch gewähre, dass ihr gegenseitig also Gesinnung der Eintracht hegt am Beispiel unseres Herrn Jesus Christus, damit ihr eines einzigen Herzens und aus einem einzigen Mund gleichsam also Gott, den Vater und des Herrn, unseres Herrn Jesus Christus, preiset. Macht euch also gegenseitig eine gute Aufnahme. Was ist die gute Aufnahme? Das ist, fährt der heilige Apostel fort, so wie Christus seinerseits euch zur Ehre Gottes aufgenommen hat. Das ist die gute Aufnahme, die wir gegenseitig unter uns, untereinander machen sollen, ist jene Aufnahme, jener Empfang, den Christus uns gemacht hat. Und welcher ist der Empfang, der Christus uns gemacht hat? Derjenige, der für die Ehre Gottes ist. Jesus Christus ist gekommen, ist Mensch geworden, hat gelebt,
gelitten, ist gestorben, ist begraben worden, ist auferstanden worden, für uns und für unsere Schuld, um dem Vater aber uns wieder vorstellen zu können, gleichsam schenken zu können. Wir selber waren dazu unfähig. Dank aber des Geheimnis der Menschwerdung und der Erlösung ist Jesus Christus fähig gewesen, uns seinem Vater Gott zu schenken. Und da, dass wir ja Geistwesen sind, körperliche Geistwesen mit Leib und Seele, mit Verstand und Willen, somit geistigem Verstand, geistigem Willen begabt, war es notwendig und ist es notwendig, dass wir ja dieses Geschenk mitvollziehen und somit der Gnade Gottes entsprechen und somit, so gleichsam wie die allerseligste Jungfrau Maria das Ja-Wort gesprochen hat zur Menschwerdung des göttlichen Sohnes, müssen wir das Ja-Wort sprechen zu der unverdienten, geschenkten Gnade, die wir am Tag unserer Taufe bekommen haben, die am Tag der Firmung vermehrt wurde, die am Tag der Sakramente sozusagen der Lebenden immer vermehrt wird und genährt wird. Und sollten wir sie verloren haben, diese Gnade, somit im Sakrament der Beichte wiedergefunden wird. Liebe Gläubige, das ist aber sehr knapp und sehr einfach gesagt vom heiligen Paulus, aber nicht so knapp und nicht so einfach für unser Eins dann im alltäglichen Leben, in der Familie, in der Gruppe, in einer Kapelle, wie sie hier sein kann oder wie sie anders sein kann, das dann auch wirklich zu leben. Und da können wir eben uns helfen, wenn wir von dieser guten Aufnahme so sprechen, wie unser Herr Jesus Christus selber dann im Evangelium in Antwort auf die Jünger des heiligen Johannes des Täufers, die ihn ja gefragt haben, bist du es, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Und Jesus Christus sagt ihnen, geht zurück zum Johannes dem Täufer und sagt ihm, was ihr gesehen habt und was ihr gehört habt, dass die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Aussätzigen rein sind, die Tauben hören, die Toten stehen auf und das ist das, was jetzt für uns so wichtig ist, dass wir in Verbindung setzen mit dieser Aufnahme, die wir untereinander machen müssen, so wie sie Christus uns getan hat. Und den Armen ist die frohe Botschaft verkündet worden. Welche sind diese Armen? Das sind nicht die Armen der Caritas, das sind nicht die Armen des großen Business, der Einwanderung der sogenannten Asylanten, das sind nicht die Einwanderer, die Menschenfeinde, so wie ein Kalergi in Europa haben will, um die weiße Rasse durch eine afroasiatische zu ersetzen. Das sind nicht die Armen. Hier spricht man von den wirklichen und Armen, die seligen Armen, die Armen im Geiste, die Armen, die arm sind an Geschöpfen, weil sie reich sind vom Schöpfer. Die erste Glückseligkeit, selig die Armen im Geiste. Und dieser Glückseligkeit, wissen wir, entspricht auch die erste Gabe des Heiligen Geistes, die da ist, die Furcht Gottes. Das größte Glück einer in der Gnade lebenden Seele ist mehrmals am Tag, wenn nicht ständig, diese Furcht Gottes Zuflucht zu nehmen, um eben frei von den Sorgen um diese Welt in Gottes Gegenwart leben können und sich dann erst recht den Sorgen der Welt zuzuwenden und sie zu meistern. Aber auf jeden Fall, diese Armen im Geiste sind gemeint, denen die frohe Botschaft verkündet wurde. Und
in dieser Art und Weise sind wir dann tatsächlich Jünger Jesu Christi und so sind wir dann tatsächlich fähig, so wie es der heilige Paulus von uns verlangt, uns gegenseitig jenen Empfang zu machen, den Jesus Christus uns gemacht hat, zur Ehre Gottes, dass wir zur Ehre Gottes leben. Liebe Gläubige, noch einmal, das ist alles sehr einfach und schnell gesagt und manchmal genügt nicht ein ganzes Leben, um von dieser Wahrheit so zu leben, dass unser Denken, unser Wollen, unser Handeln Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute davon belebt ist. Auch die vielen Mönche und Klosterschwestern, die sich ja diesem Leben und dem Streben nach dieser Vollkommenheit geweiht haben, werden möglicherweise viele zu Grabe getragen worden sein, werden möglicherweise am Vortag noch in Spannung und Schwierigkeiten und allen möglichen mit Mitschwestern, mit Brüdern gelebt haben, genauso wie andere christgläubige Menschen, die nach der Vollkommenheit trachten und sie vielleicht in diesem Grad hier auf Erde gar nicht erreichen, aber wir könnten sehr einfach dazu sagen, dafür gibt es ja dann das Fegefeuer, aber das, was so wichtig ist, dass wir nach Kräften ununterbrochen danach streben. Ob wir dann diese Vollkommenheit empfangen, das ist auch schon eine Frage der Gnade Gottes. Und das können wir nicht jetzt so ermessen. Aber was ich jetzt ermessen kann und tun kann, in diesem Augenblick, ist nach ganzer Kraft der Seele und des Leibes nach dieser Vollkommenheit zu streben. Und zwar deshalb, weil ich weiß, dass ich ja diese Vollkommenheit ja in der Taufe und in der Firmung ja schon bekommen habe. Das ist so wie wenn ich in die Genossenschaft gehe und mir den Samen kaufe einer Pflanze, habe ich gleichsam die Pflanze schon. Ich muss sie setzen, in den richtigen Boden gießen und pflegen. Aber ich habe die Pflanze. Und somit haben wir diese Geisteshaltung und, sagen wir ruhig, körperliche Äußere, dieses Ganzes gehabt, haben wir schon bekommen. Und das da ist, jenes Leben, das der Prophet Jesajas heute vom Sprössling der Wurzel Jesse aussagt und sozusagen eben offenbart. Dieser Sprössling natürlich ist unser Herr Jesus Christus. Er ist sozusagen die Blüte dieses Sprösslings, denn dieser Sprössling ist ja dann die allerseligste Jungfrau Maria, die aus der Wurzel Jesse hervorgeht. Und es heißt beim Propheten, auf diesen Sprössling, auf diese Blume, auf diesen Christus, so wie übrigens auch auf seine göttliche Mutter, ruht der Geist Gottes, der siebenfache Geist Gottes, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Wissenschaft und der Frömmigkeit und voll wird er sein vom Geist der Furcht Gottes. Das ist die Beschreibung, die wir haben von der Seele unseres Herrn Jesus Christus. Großes Geheimnis, die zweite göttliche Person, die Mensch wird, fürchtet Gott, betet Gott an, verkostet Gott auf menschliche Art und Weise. In der Wissenschaft kennt sie den Unterschied zwischen Sünde und Tugend. Und dieses Wissen, dieses Ermessen lässt die zweite Glückseligkeit hervorspringen. Das ist die Glückseligkeit der Tränen. Jene geistigen Tränen, die weinen, wenn sie den unendlichen Kluft sehen zwischen Sünde und Tugend und somit den Hunger und den Durst nach Gerechtigkeit hervorrufen. Dritte Glückseligkeit,
dem die Gabe der Stärke entspricht, um diesen, nicht nur diesen Durst und diesen Hunger zu halten, sondern auch dann die Sühne durchführen zu können. Nachdem im Rat, im Geiste des Rates, die menschliche Seele ermessen hat, mit welcher unendlicher Barmherzigkeit Gott uns erlöst hat, indem er uns in seinem Sohn, durch seinen Sohn, die Sünden vergeben hat. So ist derjenige, der mit dem Geist des Rates wohnt, lebt, sagt, so wie mir Gott verziehen hat, so soll ich doch auch verziehen, vergib uns, verzeihen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Unser Herr Jesus Christus hat natürlich dieses Gebet gelehrt, aber dieses selbige nicht gebetet, denn er hat keine Schuld gehabt. Aber Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit hat er gehabt, denn er wollte ja unsere Sünden sühnen, die wir ja ohne seine Gnade gar nicht sühnen können. Und das alles in einem Herzen, in einer Brust, in einem Verstand, in einem Willen, in einem Gefühl unseres Herrn Jesus Christus, der übrigens auch schon seit dem ersten Augenblick seiner Empfängnis die Gabe des Verstandes gehabt hat. Jene Gabe des Verstandes, die mit der Glückseligkeit des reinen Herzens zusammengeht, weil das ist jene Gabe, die alles im Lichte Gottes versteht und somit rein ist. Und so wie der Arm im Geiste arm an Geschöpfen und reich an Gott ist, so ist der Reine, der reinen Herzens, der die Gabe des Verstandes hat, der eben dann auch alles wiederum in Gott sieht. Auch die unendlichen geschaffenen Dinge, von denen er eben arm ist. Liebe Gläubige, wir werden nie genug diese Gaben des Heiligen Geistes, diese Glückseligkeiten, die wir hier haben und bekommen haben in Taufe und Firmung betrachten, um uns zu stärken und Mut zu machen, in diesem Jammertal nicht schwach zu werden, nicht nachgiebig zu werden, nicht zu verzagen, sondern stark mit und in Jesus Christus nach der ewigen Glückseligkeit zu streben. Das ist also die große Gnade auch des Adventssonntags, die wir auf die Fürsprache der Allerseligsten von Maria erlangen wollen, um uns geistig gut auf das Weihnachtsfest vorzubereiten. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Ewigkeit. Amen.